Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich da die Tür aufmachen soll. Ich habe da keine Ahnung. Ritualabteilung, warte mal kurz. Ist ja gleich um die Ecke, wa? Inzwischen habe ich gerade gekillt. Noch einer. Hier kommt Schaden kriegt er. Ach, das war's schon. Die drei Typen und dann. Cool. Ich glaube, ich muss hier, ne? War das hier mit der Doktorin, ne? Die Grube war unten. Unteren Bereich. Doch die Grube. Der frisst die Pilze. Nee, das war beim Boss, das ist auch falsch. Also die Grube ist falsch, glaube ich. Dann war das ja doch richtig. Moment. War ich hier doch richtig? Ja, war doch richtig. Mein erster Instinkt war mal wieder der richtige. Ich habe die Wärter gefunden. Sie werden nichts mehr verbreiten. Gut gemacht. Ich werde die Bereiche von Feuerteams reinigen lassen. Ich frage mich aber, ob diese Wirte außerhalb des Grenzbereichs in unabhängigen Funguswucherungen entstehen. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Nur Trottel sind optimistisch. Mutter hatte recht. Dann können Sie sich jetzt wohl wieder diesem Zischen widmen, das Sie alle so beschäftigt. Die Frau hat echt einen krassen Tunnelblick. Bis später, Raya. Dr. Underhill, bitte. So, Jesse. Problem ist, ich
gibt noch zwei andere Klos oder zwei andere Bereiche, wo ich noch nicht rein konnte, dadurch, dass ich die Pille noch nicht vorher gegessen hatte. Jetzt habe ich natürlich die Pille gefressen, ne, die mir erlaubt, an diesen Spuren vorbeizukommen und sowas alles. Aber meinst du, ich weiß noch, wo jetzt das war? Ist immer so geil, weißt du? Theoretisch müsste man alles nochmal durchgehen, ne? Aber wer macht das schon? Gar keine aktive Quest. Die Gummiente, wo waren die nochmal? Bei der Forschung. Nächster Bug. Der Begleiter vom Anfang rennt, nachdem man in Flusswald angekommen ist, wieder zurück nach Regen. Danke, Tat. Ja, der war noch nicht fertig mit seinem Skript. Der wollte noch was anderes machen. Minchen, du warst einfach zu schnell. Welchen hast du denn genommen? Den Raler von Flusswald oder den anderen? Ist er, den anderen weiß ich noch nicht mal vom Namen, ey. Mannequins. Wir wollten noch Mannequins verbieten. Er ist wahrscheinlich noch nicht angekommen bei den Personalleuten. Okay, also Leute, ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Wie komme ich zu dieser verkackten Ente? Der sagt mir nämlich ständig, dass ich ständig rein darf. Oh, warte mal. Was sehe ich denn da? Da geht ein anderer. Ach, jetzt sehe ich erst den Weg. So komme ich zur Ente. Alles klar, Leute. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. So, kaiserlichen Hartwart? Ich mag die Nord nicht, die sind mir zu dumm und rassistisch. Ja, aber ist ja auch ihr Land, oder nicht? Dürfen die da nicht rassistisch sein?
verstehe. Okay. Noch mehr Fungus. Der verbreitet sich überall. Pilze sind zu gesund. Aber ich kann die leider nicht wegmachen. Oh. Wie sie mich schon anguckt, lol. Die hat doch gerade gequakt, oder? Die verschwinden. Super. Vielleicht nicht hingucken. Sich ausgequakt. Hat sich ausgequakt. Schutzhandschuhe erforderlich. Ja, Panoptikon oder so muss ich jetzt hin.
Du magst Pilze nicht, wa, Mädchen? Woran liegt das? Werden sie dir zu schleimig? Mein Vater hat immer die voll schleimig gemacht, ey. Deswegen haben wir die auch selber nie gegessen. Zumindest nicht als Kinder. Wer hat die immer so lange in der Pfanne angebraten, bis sie wirklich. Diese paranatürliche Kraft an einem Ort ist ein Risiko. Man fragt sich, welche anderen Gefahren hier noch weggesperrt sind. Pilze sind Pflanzen. What? Wie zum Teufel kommt ein Astralstachel ins Archiv? Das zerfetzt meine ganzen schönen Akten. Sir, ich muss Sie darauf hinweisen, dass sämtliche Akten Eigentum der Behörde sind, keiner einzelnen Person. Und Sie sollten wissen, dass die Herkunft des Astralstachels vertraulich sein könnte und Mitarbeiter mit niedriger Sicherheitsfreigabe nicht danach fragen sollten. Wollt ihr beiden wohl damit aufhören? Und meine Sicherheitsfreigabe ist nicht niedrig. Alle gewandelten Objekte von Ihrer Liste sind wieder sicher im Panoptikon verwahrt. Was für eine Erleichterung. Wenn gewandelte Objekte fehlen, wirft das ein schlechtes Licht auf mich. Haben Sie Ärger gemacht? Der Flamingo hat mich auf die Astralebene gezogen, genau wie der Kühlschrank. Und dasselbe Wesen war wieder da. Ich habe die alten Berichte durchgesehen und zahlreiche Objekte zeigten in den letzten Wochen ein deutlich destruktiveres Verhalten als sonst. Da gibt es sicher eine Verbindung, aber dafür werde ich nicht bezahlt. Sollten wir im Auge behalten. Und wenn wieder etwas ausbüchst, weiß ich, an wen ich mich wende. So ist das jetzt wohl. Game Crash beim Itch-Do-Zügelgrab. Das wird ja mal besser. Oh Mann. Gut, tut es mir leid, Mienchen. Können Sie mir einen Lagebericht des Sektors geben? Puh, okay. Wir müssen erst noch eine richtige Inventur der Zellen durchführen. Wer weiß, wie viele gewandelte Objekte abgehauen sind. Personal, wir haben definitiv einige Leute verloren. Wir könnten einen Stand auf einer Jobmesse gebrauchen, würde ich sagen, nicht wahr? Kann man das FBC nicht auf einer Jobmesse vorstellen? Die Zischer zerlegen hier alles schneller, als wir es reparieren können. Aber der Isolationssektor ist stabil. Einigermaßen. Einigermaßen stabil ist besser als die Alternative. Was halten Sie davon, dass ich jetzt Direktorin bin? Ich meine, das ging ja alles sehr schnell. Oh, bisher keine Beschwerden. Trench war ein Geheimniskrämer. Viele Besprechungen hinter verschlossenen Türen. Sie scheinen zugänglicher zu sein. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Ma'am, bleiben Sie sich selbst treu. Ich bin schon sehr lange hier und ich weiß nicht, ob es der Job oder das Gebäude ist, aber die Leute verändern sich. Und nicht unbedingt zum Guten. Ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren. Werden Sie bleiben, wenn sich alles beruhigt hat, Langston? Sie meinen, ob ich kündige? Oh nein, Ma'am. Ich lasse doch keinen mittelmäßigen Agenten mein Panoptikon verwüsten. Außerdem sammeln sich bei dieser Quarantäne ordentlich Überstunden an. Schauen Sie, dass Sie die Zischer schnellstmöglich loswerden. Meine Katze kriegt schon Trennungsängste. Ich werde tun, was ich kann. Er hat wohl einen Katzensitter gefunden. Trennungsängste. Bis später, Langston. Ich bin hier, wie immer. Davon gehe ich aus, ja. Dankeschön. Archiv, Archiv, da war nichts mehr. War denn dieses Klo, wo ich nicht rein konnte?
Es gab hier irgendwo ein Klo, wo ich nicht rein durfte, weil da dieser komische Virus drin war, dieser Pilz war da drin. Und wie gesagt, jetzt habe ich ja diese Pillen bekommen von der einen Frau. Jetzt darf ich ja da rein, theoretisch. Aber wo war das? War das? Auf neu. Ich komme gerade auf gar kein Klo. Das gefährliche Objekte, aber ich komme da nicht rein. Maximum Security. Nee, 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 nee. Ich will ja eigentlich ein bisschen höher noch. Okay, höher als das waren wir jetzt bisher noch nicht. Aber vielleicht klappt das ja, mal gucken. Nee, das war zu wenig. Durch da drüben über das Schild. Oder hier dieses Schild. Okay. Ach, das ist eine unsichtbare Wand, oder was? Wie die Map weggeht. Lui. Hört sich so an, als wäre da eine unsichtbare Wand oben. Okay, also höher als 5 kommen wir nicht. Hab schon gedacht, vielleicht so ein neues Secret oder sowas, weißt du? Also nicht mit der 5 kommen wir da rein.
Da drüben ist auch noch irgendwas kaputt. Da waren wir vielleicht schon. Nee, ich glaube, hier war ich schon mal. Ein Geheimnis. Zeig mal her, was gibt's denn hier so Schönes? Außer ein Fertigkeitspunkt, noch irgendwas anderes? Eine Akte? Die Seite leuchtet im Dunkeln. Forensische und linguistische Analysen bestätigen, dass der Text dem Autor Alan Wake entstammt und mit derselben Schreibmaschine verfasst wurde wie die in 2010 in Bright Falls entdeckten Materialien. Weitere Informationen in den Akten zum AWE in Bright Falls. Ich wusste mal, wo Fiktion endet und Realität beginnt. Hier ist das alles gleich. Eine grausame Falle. Jeder Gedanke wurde real. Furcht, Verlangen. Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich entkomme und nicht nur in meiner Fantasie verloren bin? Das allein kann einen wahnsinnig machen. Wie geil. Natürlich, eine Thermoskanne. Wie viele Thermoskannen wir aufgehoben haben, oder? In dem Spiel, ey. Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Meinst du nicht, das wäre schon ein bisschen mehr, außer nur dieses kurze Ding? Wir haben ja nicht mal eine Multimedia-Datei davon gekriegt, dass man sich das nochmal angucken kann. Also... das ist eine einmalige Sache gewesen. Das kannst du nicht nochmal abspielen. Das war eine einmalige Sache, wie gesagt. Das kannst du nicht nochmal abspielen. Sechs Fertigkeitspunkte. Erstmal länger schweben. So, Ground Pound. Das müssen wir ausprobieren, oder?
Ah, da wo ich hingucke, okay. Kaum kommt eine neue Direktorin, drehen meine Objekte durch. Wenigstens einige von euch können sich benehmen. Ganz brav. Was? Seit wann können die denn schleichen? Ich habe die Schleichenfunktion entdeckt. Nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Belüftungstechnik, Drucklufttechnik. Na, gehen wir da mal hin. Ich wusste gar nicht, dass man hier schleichen kann in dem Spiel. Okay, die Ente haben wir entdeckt. Ja, im Prinzip brauche ich ja dann nur noch die Jukebox machen, oder? Übrigens, Ave, der Flinke, der Dieb, der goldene Clown rennt auch nach Helgen. Das Schleichen? Das ging garantiert doch früher, ja. Kann es sein, dass da vielleicht dass die NPCs da ihren Startpunkt haben oder sowas? Oder versuchen die gerade zu den Koordinaten 0, 0, 0 zu laufen? Also X0, Y0, Z0. Kann ja sein, dass sie versuchen dahin zu laufen. Eliminiere wichtige Ziele der Zischer. Wo ist denn hier noch was? Die Mucke kommt doch nicht umsonst. Eine Taschenlampe? Achso, das ist nicht. Achso, ja, okay. Das ist da, wo ich jetzt lande, denn, ne? Ah, okay. Es hört sich an, als wäre hier irgendwo noch ein Gegner, aber ich sehe keinen mehr. Todd hat wohl versucht, Bugs zu beheben, glaube ich. Ja. Meinst du? Die haben doch alle keine Ahnung von dem Spiel mehr, oder?
Das geschafft, ja, ne? Denke schon. Diesen Zoom habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Natürlich, es kommt jedes Jahr eine neue Konsole raus, nächstes Jahr für meine Mikro. Und danach kommt es noch für deinen Kühlschrank. Ach nee, war ja schon, ne? Ja, in so ein Shelter war auch noch so ein Zeug. Ich erinnere mich. Aber wie gesagt, wer weiß, wo das jetzt alles ist. Ich weiß da ja nicht mehr, wo die überhaupt waren. Ich weiß weder, wo das Klo ist, noch wo jetzt dieser Bunker ist. Wo diese lilanen... Pilzsporen drin waren, damit ich da jetzt wieder reingehen kann. Wenn ich wüsste, wo das jetzt war, ey. Ist der vielleicht hier? Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Guck mal ihn an. Anubis? Heißt die so, ja? Also, Anniversary, wahrscheinlich deswegen, ne? Also, Darling ist echt weg. Ende einer Ära. Danke für Ihre Hilfe, Herr Maas. Klingt wie ein perfekter Abgang für einen Mann der Wissenschaft. Die Reise in zu sehen, Mann. Hier, wo war denn das? War das hier? Lebensgrundwert der Gegner. Echt jetzt? Ja, okay, komm. Wir probieren es mal. Ah, kein Problem, Mädchen. Kein Problem. Solange wie ich dich trotzdem noch verstehe, alles gut. Mach ruhig weiter so. Nee, also wegen dem DLCs würde ich ganz gerne mal gucken gehen. Das würde mich echt interessieren. Habe ich irgendwie Bock drauf? Ich denke mal hier auch, oder?
Okay. Wo ist denn die Kugel jetzt eigentlich hin? So gut. Alter, haben die HP. Nein, das wollte ich nicht haben. Ein Moment bitte. Ja, ja, ist doch gut. Ein Moment. Geschafft, ja. Gibt aber auch immer wieder mehr, oder? Töte welche und kommen wieder neue, ey. Komme ich hier hoch? Ja. Okay. Okay, ist echt nicht lustig mit 100% HP. What the fuck? Weil kommt ja auch immer mehr und immer mehr und immer mehr, ey. Leute, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Ist doch gut. Ich weiß, dass du alt bist und spreche das im Hochdeutsch. Danke, Mädchen. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. Thank you.
Muss ich eigentlich nur ablenken, oder? Seh nix. Mann! Boah, ey, ist einfach übertrieben, was du hier an Gegner kriegst, ey. So derbe übertrieben, ey. Ich höre ihn aus die Richtung, aber irgendwie macht das keinen Sinn. HWG, wie MDS heißt. Das weißt du wahrscheinlich noch selber nicht mal, oder? Das weißt du ja noch nicht mal selber. Das weißt du ja noch nicht mal selber. Ja, er trifft dann noch besser. Hilf mir mal. Wo ist die scheiß Kugel? Was war denn das für ein scheiß Angriff? Hat er gar nicht getroffen.
Naja, ihr bleibt da hinten. Ich komm, ich gehe hier hin. Gerade echt verschwunden? Hallo, nachladen, komm, schieß! Ja, okay. What the fuck? Hallo? Hallo? Manchmal registriert ihr gar nicht, dass ich hochspringe. Dann fällt ihr einfach runter wie so ein nasser Sack, ey. Was soll ich hier machen? Hallo? Was soll ich hier machen? Hier Truppenführerin Lopez. Nicht die Zischerwellen. Aber man muss eigentlich hier jeder irgendein scheiß Schild haben, ey. Ja. Döp. Aua. Krieg hier mal von irgendwelchen Seiten irgendwas ab, ey. Ich seh noch nicht mal irgendwas. Aber Hauptsache, die sehen mich, ey. Laden. Meine dauert ewig. Ey.
Alter, Ladebildschirm. Ey, krass, Mann. Oh, was waren eigentlich so meine Mission? Ist nur noch die Jukebox. Ist nur noch die fucking Jukebox. Ansonsten könnte ich theoretisch auch noch mal die ganzen anderen NPCs anquatschen. 150 Schaden gegen Rüstung. Moment mal. Schaden nach Kill, Kopfschussschaden. Ich habe zweimal Kopfschussschaden drin. Ich glaube, ich mache das mal so. Kopfschuss, Schild und Schaden nach Kills. Den hätte ich gerne auf 5. Da macht er bestimmt 100 oder sowas. Wir stehen hinter Ihnen, Direktorin.